Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meiner neuen Bücherwoche. Ja, ich sitze nach wie vor so ein bisschen bei längeren Videos auf der Couch, weil das Knie immer noch so ein bisschen zickt. Aber es wird definitiv schon besser und ich hoffe, dass so alles, was man dafür so ein bisschen tut, dass das jetzt gar anschlägt. Aber so eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Boden sitzen, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen heikel, deswegen habe ich es mir auf der Couch gemütlich gemacht und vielleicht seid ihr ja auch gemütlich auf der Couch. Ja, in der Woche ist nicht allzu viel Aufregendes passiert. Wir haben zwei kleine Wanderungen gemacht. Vom Wetter her war es ja erst so ein bisschen gemischt, ist dann nochmal richtig heiß am Donnerstag, Freitag geworden, was ich absolut gefeiert habe. Und dann irgendwie kam samstags der Wetterumbruch und morgens hat man jetzt auch mal nur so 10, 12 Grad. Also ja, ist irgendwie okay, aber so für August 11 Grad oder 10 Grad morgens, das ist echt schön frisch. Also wenn man dann im Homeoffice irgendwie mit Strickjacke da sitzt und denkt sich, wann kann ich die Heizung anmachen, die ja ausgeschaltet ist. Aber ja, ist nicht ganz so einfach, aber solange es sonnig ist und schön ist, ist im Grunde auch die Temperatur fast schon egal. Ja, ich habe 4 Bücher gelesen und 2 Filme geschaut, ja, 2 Filme geguckt. Und ja, Christopher Nolan begleitet mich nach wie vor, deswegen ja, könnt ihr euch da schon auf 2 Filmtipps in diese Richtung empfehlen. Und es läuft ja jetzt, wenn das Video online geht, auch schon sein neuer Film Tenet. Und ja, ich werde wohl tatsächlich ins Kino gehen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finde, ob ich vielleicht einfach während des Kinobesuches dann die Maske auch auflasse. Wie das geregelt ist, also es gibt natürlich ein Hygienekonzept und man muss jetzt auch Plätze reservieren und dann wird drumherum auch dafür gesorgt, dass keiner irgendwie wo sitzt, aber man ist ja trotzdem irgendwie in einem Raum. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt, aber ich möchte so ein bisschen Normalität, solange es irgendwie noch machbar ist, mal aufleben lassen. Und ich war, glaube ich, in diesem Jahr noch gar nicht im Kino, wenn man bedenkt, dass ich ja sonst durchaus ja, 1-2 Mal im Monat ins Kino gehe, je nachdem, na, was so läuft. Ja, aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich werde auf jeden Fall dann in der nächsten Bücherwoche davon berichten. Und ja, fangen wir, denke ich, einfach mal mit den Büchern an. Ich habe ja, die Kurzgeschichtensammlung Wow! Hundestories, herausgegeben von Christine Stemmermann, gelesen, ist aus dem Diogenes Verlag, hatte ich mir zusammen mit Katzengeschichten mal gebraucht gekauft und jetzt waren die Hundestories dran. Dann habe ich mit der lieben Sarah Sophie Eines Abends in Paris von Nicolas Barrot gelesen. Es ist unser zweiter Barrot gewesen und ich glaube, ich habe jetzt auch noch 1 oder 2 auf dem Sub, beziehungsweise habe ich dann, glaube ich, tatsächlich auch alle Barots, die es bisher gegeben hat, gelesen. Dann gehört habe ich zusammen mit der lieben Becky den zweiten Teil von The Secret Book Club von Lisa K. Adams. Ja, da haben wir auf jeden Fall Redebedarf. Und dann habe ich mich in Weihnachtsstimmung gebracht mit Zickiger Zuckerguss von Jasmin Zipperling. Das ist ein illustriertes Kinderbuch, was jetzt auch am 26. August erschienen ist und über was ich mich sehr gefreut habe, als das Blockerpaket bei mir angekommen ist. In der Infobox findet ihr wie gewohnt alle Infos zu den Büchern und ja, wenn ihr da irgendwas nachlesen wollt, könnt ihr euch gerne über die Links da einfach mal anschauen und auch sonst allerhand, ja, schaut da einfach mal vorbei. So, starten wir mit Wow! Hundestories zum Staunen, glaube ich, ja, von oder herausgegeben von Christine Stemmermann. Ja, ich habe das Buch damals zusammen mit den Katzengeschichten, war das irgendwo eine Empfehlung in irgendeiner meiner Magazine und ich fand das auch richtig cool, so Kurzgeschichten von verschiedensten Autoren und habe mir dann die Katzen- und Hundegeschichten irgendwie gebraucht, ich glaube Rebuy oder Medimops bestellt und war schon von den Katzengeschichten nicht so begeistert. Deswegen jetzt auch die Hundestories ein Weilchen auf dem Sub lagen und wollte dennoch den Hunden eine Chance geben, wenn man so möchte. Es sind super viele Kurzgeschichten, ich glaube irgendwas um die 20 Stück, wenn ich mich nicht irre, wenn nicht sogar mehr, von allerhand Autoren. Wir haben hier, ja, vielleicht sollte ich mal reingucken, von wem wir Geschichten haben, von Truman Capote, Anna Quindlen, Patricia Nangang, zum Beispiel ist eine relativ bekannte Autorin, Cy Montgomery, der hat auch schon was zu den Katzen beigesteuert, Paul Auster, Evelyn Waugh, James Herriot, Kafka, Sven Regener und Ingrid Noll und eine besondere Geschichte dann auch noch von Donna Leon. Ja, ich muss ehrlich sagen,
es war wieder so, Also es gab die ein oder andere Geschichte, die ich tatsächlich irgendwie nach wenigen Sätzen beendet habe, weil ich sie irgendwie komisch fand. Es gab Geschichten, wo ich danach dachte, aha, ich hatte auch oft das Gefühl, dass Geschichten irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen sind. Also, dass es eigentlich eine Hauptgeschichte gibt und der Hund dann nur eine kleine Rolle spielt. Und diese kleine Rolle, diese Geschichte, dieses Kapitel hat man hier drin verwendet. Ich fand das manchmal sehr verwirrend. Es gab zwei, drei schöne Geschichten. Also zum Beispiel die von Capote fand ich richtig toll, auch von Auster. Kafka ist ja immer sehr speziell, aber war durchaus lesenswert. Aber es konnte mich leider nicht überzeugen. Also ja, ich fand es irgendwie okay, vielleicht noch nicht mal das, weil ja, das einzige Thema, was da irgendwie gemeinsam sind, Hunde, aber alle irgendwie so willkürlich und ich bin da irgendwie schon sehr enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ich hatte mir ja von der Katzensammlung auch schon mehr vorgestellt und irgendwie, ja, die unterschiedlichsten Geschichten eben zu den Katzen, zu den Besitzern, wie das so ist. War leider nichts. Also Buch wird definitiv ausziehen, leider nichts für mich und ja, kann ich nicht empfehlen. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht jetzt Stunden drüber reden. Das sind ja tatsächlich auch nur Kurzgeschichten, die ja halt jetzt irgendwie, ja, leider. Also es tut mir wirklich leid. Und das mit dem Tut mir leid geht gefühlt direkt weiter und zwar mit Nicolas Barrots Eines Abends in Paris. Ja, das Buch habe ich zusammen mit der lieben Sarah gelesen, ihren Kanal auch unten mal in der Infobox verpackt. Wir hatten bereits einen Barrot genossen, der uns sehr gut gefallen hat und haben dann gesagt, wenn wir mal wieder einen irgendwie auf dem Sub haben oder ähnliches oder bei mir standen eben auch zwei, drei auf der Wunschliste. Und das war jetzt im Grunde ein, den ich mir dann auch gebraucht besorgt habe. Und ja, vom Cover klassisch Barrot. Und ich finde, dass der immer einen wunderbaren Pariser Zauber an den Tag legt. Wobei man ja mittlerweile weiß, dass Nicolas Barrot ein Pseudonym ist, einer deutschen Verlagsmitarbeiterin, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und dieses ganze Konstrukt und dieses Rätsel, wie das dann aufgelöst wurde, war ja damals ganz spannend. Und ja, wir sind mal wieder in Paris und treffen auf unseren Protagonisten Alain, der ja ein Programmkino betreibt, das er von seinem verstorbenen Onkel übernommen hat und das er wirklich sehr liebt. Also er liebt alte Filme, er findet dieses Feeling toll, den Geruch im Kino und alles, was so dranhängt. Und ja, er beobachtet eine junge Frau, die immer mittwochabends kommt, im roten Mantel gekleidet und diese Filme genießt. Und eines Abends fasst er sich den Mut, spricht sie an und sie haben einen wunderbaren Abend, tolles Gespräch und küssen sich am Ende auch noch ganz romantisch und verabreden sich für den nächsten Mittwoch. Sie will wieder ins Kino kommen und vorher wollen sie sich zum Essen treffen und ja, sie verreist jetzt zu ihrer Tante, die irgendwie krank ist und ja. Dann passiert allerdings etwas ganz Großes für Alain, denn es kommt ein namhafter amerikanischer Autor mit einem Starlet ja, nach Paris und wollen in seinem Kino den neuesten Film drehen und ja, das Starlet Solène hat es so ein bisschen ja, verliebtheitsmäßig auf ihn abgesehen und es gibt Paparazzi-Bilder und wie das dann natürlich so ist. Doch Alain sagt klipp und klar, er ist verliebt in Melanie, in die Frau im roten Mantel und er hat da gar keinen Bedarf. Und da ist daher umso enttäuschter, als ja, sie eines Tages an dem besagten Mittwoch nicht mehr auftaucht. Und warum, weshalb und ja, das müssen wir ja selbst herausfinden. Ja, ein schwieriges Buch, wo wir tatsächlich auch im Austausch ja immer mal so ein bisschen überlegt haben, was ist es denn jetzt? Die erste Hälfte war für mich wirklich ein Highlight. Paris wurde erschaffen, die Charaktere tiefgründig und ganz romantisiert eingeführt. Man hat ein wunderbares Gefühl, man ist atmosphärisch dabei. Es ist richtig, richtig schön gewesen, hat Spaß gemacht zu lesen, weil auch der Stil von Barrot einfach ein ganz schöner ist. Doch dann kamen ein, zwei, drei Wendungen, die ich irgendwie nicht so gut fand, die einen Weg eingeschlagen haben, die ich nicht gebraucht hätte, die ich nicht erwartet hätte, die es manchmal haben so anfühlen lassen, als würde ich keinen Barrot lesen, sondern einen Musso. Und das ist was ich eigentlich nicht erwarte, wenn ich einen Barrot lese. Alleine, dass ich hier ja irgendwie von vielleicht einer Liebesgeschichte ausgehe, von diesem Kennenlernen und Ähnlichem und das innerhalb der ersten 50, 60 Seiten im Grunde ja schon passiert ist und ich, ja, oder wir uns auch gefragt haben, welchen Inhalt hat denn jetzt das Buch?
Zum Ende muss ich auch sagen, ich fand das unglaublich konstruiert. Ich fand es überhaupt nicht gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich verstehe da manchmal auch die Frauen überhaupt nicht in diesen Geschichten. Da habe ich die nächste Geschichte, geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Wie die sich benommen hat, ich weiß nicht. Kann so eine Beziehung, also mit Misstrauen und Eifersucht und ja, Geheimniskrämerei, kann sowas funktionieren? Und ach, ich weiß auch nicht. Es war leider tatsächlich nicht so ganz meins. Zu Beginn, da waren uns Sarah und ich auch sehr einig, war es absolut ein Highlight, wurde aber dann immer enttäuschender. Und ja, das lag einfach an den Wendungen, die Barrault eingebaut hat. Denn der Stil von Barrault, der ist wirklich schön. Also ich lese seine Geschichten super gerne. Sie sind flüssig und haben diese Atmosphäre und haben das Bildhafte. Und man sieht förmlich Paris vor sich, riecht den Geruch, wenn er durch die Straßen läuft. Und das macht Barrault wirklich einmalig gut. Und ich finde den wunderschön. Ich glaube, das war auch der Grund, weswegen man es trotz aller merkwürdigen Wendungen nicht abgebrochen hat, weil man den Stil von Barrault einfach so schön findet. Und ich weiß auch gar nicht, ob es von ihm mal irgendwie nochmal was Neues kommt. Ja, ist halt so locker und leicht und beschwingt und ja, und dann haben wir hier auch noch Kino als Motto. Also ja, auch meine Leidenschaft sind Filme und ja, hätte es diese komischen Wendungen nicht gegeben, wäre es wahrscheinlich tatsächlich mit der beste Barrault geworden, weil der Start war wirklich grandios. Und ich habe mir hier ein Zitat markiert. Das, was ich richtig schön finde, der kürzeste Weg führt über das Auge zum Herzen. Vergiss das nie, mein Junge. Ja, und so ist es. Also ein wunderschönes Zitat und ja, mir bleibt aber wohl von der Geschichte nicht, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe jetzt noch ein echt richtiges Buch von ihm auf dem Sub und ich glaube noch dieses Menü d'Amour, was ja auf eine andere Geschichte sich irgendwie bezieht. Ja, ich sage noch nicht, ich lese keinen Barrault mehr, aber der war definitiv der schwächste, den ich bisher gelesen habe. Leider, leider, leider. Und dann geht es schon etwas noch enttäuschender gefühlt weiter. Es ist echt Katastrophe diese Woche. The Secret Book Club, der zweite Teil von Lissa K. Adams, ist erschienen. Ich habe ihn wieder gehört, zusammen mit der lieben Becky. Auch ihren Kanal verlinke ich unten in der Infobox. Wir haben uns auch wieder ganz bewusst fürs Hörbuch entschieden, weil ich finde, dass solche Geschichten auch sehr gut als Hörbuch funktionieren. Und ich hatte, nachdem ich ja vom ersten Teil schon so ein bisschen enttäuscht war und nicht ganz so das Highlight bekommen habe, das ich erwartet hatte, habe ich mich ja sehr auf den zweiten Teil gefreut, weil viele immer gesagt haben, die auch die englischen Bücher schon kennen, also ja, zum Beispiel auch Hut oder eben auch zwei, drei amerikanische Booktuber, wo das Buch ja auch sehr gehypt ist, die dann sagen, der zweite Teil wird definitiv besser, ist toller und tiefgründiger und ja. Als erstes möchte ich sagen, der Sprecher war eine Katastrophe. Ich muss das vorneweg geben, es ist wieder Sven Macht. Mir ist das im ersten Teil gar nicht so negativ aufgefallen. Mich hat hier unglaublich gestört, wie er seine Stimme verändert hat, um Charakteren eine Stimme zu geben. Und das klang manchmal so merkwürdig, fand ich eine Katastrophe. Besonders wie er Frauen und auch ältere Frauen gesprochen hat, da habe ich echt gedacht, Junge, was ist denn eigentlich dein Problem? Also er hat mich manchmal echt fuchsig gemacht und ich dachte, was will der denn eigentlich? Und ich dachte, vielleicht liegt es noch daran, dass ich schneller höre und habe dann aber auch mit Becky drüber gesprochen und die ist mit dem Sprecher, also sie hört ein bisschen langsamer wie ich, ne, ganz ohne Wertung und da hat sie gesagt, nee, das ist bei ihr im Grunde genauso und eine Katastrophe. Ich fand den Sprecher wirklich schlecht, das muss ich vorneweg sagen. Ja, wir sind hier, also der Secret Book Club, die Grundgeschichte ist ja, dass wir hier mehr oder weniger bekannte, erfolgreiche Männer haben, die irgendwann diesen geheimen Buchclub gegründet haben, um Liebesromane zu lesen und um ihre Frauen oder die Frauen im Grunde immer besser zu verstehen und ja, im Grunde sich da so Anleitungen für ihr Liebesleben zu holen, für ihre Beziehungen zum Umgang mit Frauen. Per se klingt das super unterhaltsam und macht, also war eine grandiose Vorstellung, allerdings war meine Erwartung, wenn der Titel schon so lautet, eine ganz andere. Denn ich habe erwartet, dass es hier um den Buchclub geht, dass wir hier die verschiedensten Männer haben, dass die unterschiedliche Bücher lesen, dass die diese Diskussionen vielleicht auch führen, ach was wirklich, das finden Frauen toll, aber im realen Leben fand sie es nicht toll, dass sie sich austauschen über diese klassischen Klischees von Frauenromanen, diese vermeintlichen Frauen ja alle toll finden und genauso ticken wir Frauen auch alle. Und ich dachte, man räumt einfach mit diesen Klischees auf. Nein, ganz im Gegenteil, in dieser Buchreihe gibt es Klischee on Klischee und es wird gefühlt immer noch schlimmer. Also
Ja, also ich war sehr, sehr enttäuscht vom zweiten Teil. Wir treffen hier auf Liz, die wir bereits im ersten Teil kennengelernt haben. Die ist die Schwester von der Protagonistin im Grunde aus dem ersten Teil. Und die ist in einem sehr gefeierten Restaurant Konditorin. Ihr Chef ist ein arroganter Typ, der im Grunde seine Mitarbeiter behandelt wie den letzten Dreck. Und trotzdem arbeiten sie alle für ihn. Und man fragt sich dann auch schon, warum eigentlich? Aber bei Bezahlung mies, Behandlung mies und... Ja, na, dann irgendwie müsste man eine andere Motivation haben, aber ich habe die nicht gefunden. Und ja, es passiert ihr dann ein Missgeschick an dem Abend, übergibt sie an Mac, den sie über den Schwager sozusagen schon kennt, der eben auch der Gründer, glaube ich, also er, Mac ist der Gründer dieses Book Clubs, den kennt sie eben schon aus diesem Freundeskreis und der ist dort mit seiner scheinbaren Freundin, die sind auch irgendwie schon 3 Monate zusammen und er bestellt den teuersten Cupcake, der irgendwie $1000 kostet und irgendwie bei einem gemeinsamen Foto lässt sie ihn auf seine Begleitung fallen, diesen Cupcake und dann ist natürlich ja, das Chaos im Grunde los und das gibt ihr Chef dann auch zum Anlass, ja, mit ihr ein ganz ernstes Gespräch zu führen. Leider platzt sie da aber in ein anderes Gespräch von ihrer Kollegin rein. Und in diesem wird die Kollegin eben, ja, im Grunde ja nicht direkt gemobbt, sondern eher sexuell belästigt. Also er lässt da auch mal die Hosen fallen und ja, die Kollegin ist da erstmal entrüstet. Aber am Ende sagt sie, nein, ich habe gar nichts gesehen, es ist gar nichts passiert, als sie eben von Liz darauf angesprochen wird, dass sie hier helfend unterstützt. Nein, und der Job ist so toll und ich muss hier unbedingt bleiben. Und man fragt sich so, warum? Also diese Motivation habe ich über das ganze Buch nicht verstanden. Ein sehr ernstes Thema, wie ich finde, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ist definitiv was, wo ich sage, dass das muss thematisiert werden, gehört auch in Bücher, aber nicht in so einem Buch. Also überhaupt nicht, aber da kommen wir dann nochmal hin. Ja, auf jeden Fall wird Liz gekündigt und ja, weiß jetzt auch nicht so recht in ihrem Leben, wie es da weitergehen soll. Sie möchte aber im Grunde Frauen jetzt einfach unterstützen. Sie möchte gegen ihren Ex-Chef vorgehen, weil er ihr das Leben jetzt im neuen Job suchen auch nicht einfacher macht. Und dann ja, ist sie hier mit Max so ein bisschen im Austausch und erfährt dann natürlich auch so ein bisschen mehr vom Secret Book Club und warum man einer Frau einen 1000 € Cupcake anbietet und Ähnlichem. Und ja, dann ist natürlich so ein bisschen was in der Luft. Und ja, Mac möchte aber eigentlich gar nicht so richtig, weiß aber auch nicht, weil auch in seiner Vergangenheit allerhand passiert ist und auch bei Liz. Und ja, wie ihr seht, viele, viele Nebengeschichten, die sich irgendwie aufmachen. Und mir war das einfach zu viel. Ich erwarte... irgendwie eine, wie ich es vorhin gesagt habe, auch so eine lockere, leichte Geschichte, eine Liebesgeschichte, die sich irgendwie anbandelt, die dann vielleicht ja auch diese Klischees bedient werden. Ich dachte auch so ein bisschen an Wie werde ich ihn los in 10 Tagen, an den Film mit Kate Hudson und Matthew McConaughey. Und ich bekomme ein Wirrwarr an Geschichten, jeder mit seiner merkwürdigen Vergangenheit, die er noch nicht abgeschlossen hat, mit Motivationen, die ich gar nicht nachvollziehen kann, mit sexueller Belästigung, mit Themen, die ernst sind. Und das alles irgendwie so locker, luftig, fluffig und immer sind am Ende dann doch wieder die Frauen schuld oder egal wie man sich verhält, ist man beleidigt, betroffen, dann ist man auch die Doofe und na, da war ja klar, dass du da dran schuld bist, bin ich offen und nicht, dann war ich sowieso an allem wieder verkehrt. Also dieses Buch strotzt vor Klischees und ich finde unglaublich, wie das gefeiert wird. Ich bin echt fassungslos, wie viele das grandios finden und ich denke mir so, haben die das gleiche Buch gelesen? Bin ich einfach zu kritisch? Bin ich zu merkwürdig? Ticke ich einfach so ganz anders? Ich fand das wirklich merkwürdig. Und dann haben wir so ein ernstes Thema wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bei einem absoluten idiotischen Chef und keiner der Charaktere erklärt mir, warum er unbedingt bei diesem Job bleibt. Weil der Job ist mies, die Bezahlung ist doof, der Chef ist dumm. Überhaupt? Und dann frage ich mich, was hält mich denn dann eigentlich dort? Also es ist ja jetzt auch, also nicht, dass ich irgendwas rechtfertigen würde, aber bei so einem Harvey Weinstein würde ich ja irgendwie noch sagen, der saß in einer Machtposition und... Nein, auch das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber das ist ein stinknormaler Fernsehkoch. Und ich frage mich, hä? Also, was soll der denn in meinem Leben kaputt machen? Ich habe das einfach nicht verstanden. Und dann wird dieses Thema auch nur so halbherzig behandelt. Und am Ende sind dann doch wieder alle Frauen schuld, die darüber geschwiegen haben, weil dann ist die ja dafür... Also ich habe es
Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch unsere Protagonisten nicht mit ihren Nebengeschichten und dem Misstrauen und der Eifersucht und oh, er hat Geheimnisse, oh, ich vertraue ihr nicht oder sie kann kein Vertrauen fassen und wie soll darauf irgendwas aufbauen? Und mir hat einfach der Buchclub gefehlt. Ich wollte die Männer erleben, wie die Bücher lesen, wie die über die Klischees in Liebesromanen lachen, wie die die belächeln, wie die die austesten. Ich wollte das lesen und nicht, wie ich auf der Jagd bin nach irgendeinem Typen, der Frauen sexuell belästigt und das dann nur noch so halbherzig. Warum ruft denn da keiner mal eine Polizei? Ich verstehe das einfach nicht. Und ach, ich bin echt super genervt und wir haben während des Hörens immer wieder darauf gewartet, dass irgendwie es mal wieder in die Richtung geht, die wir erwartet haben, aber es kam einfach nicht. Und ich war einfach, ich hätte mir bei dem Thema mehr Tiefgründigkeit gewünscht und auch erwartet. Und für mich hätte es diese ganzen Nebenerzählstränge einfach nicht gebraucht. Der Stil ist zwar schon leicht und flüssig, aber so ein Thema kann ich nicht irgendwie in ein anderes Thema ummodeln. Und zudem ist mir das Buch auch an mancher Stelle viel zu direkt und auch zu plump, also auch was da geflucht wird und auch das Sexuelle, wenn da irgendwas vor sich geht, das ist nicht flirty und leicht, das ist schon sehr detailgenau und das ist einfach auch was ich nicht so richtig mag. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe mir ganz viel die Frage gestellt und wir haben das auch in unseren Audios so ein bisschen besprochen, ist es wirklich schon Lügen, wenn ich zu Beginn einer Freundschaft etwas nicht sage? Und ich finde das tatsächlich ganz merkwürdig, dass man diese Vorstellung hat, man lernt jemanden kennen und gerade wenn man halt eben nicht 14, 15, 16 ist, bringt man ja im Leben was mit. Ich sitze doch nicht in der ersten Stunde meines Kaffees zusammen und habe dann eine Vita und an all die wichtigen Ereignisse in meinem Leben muss ich mich erinnern und die mitteilen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand das Frauenverhalten bei Barot sehr merkwürdig und auch das Frauenverhalten hier und denke mir immer, also es ist manchmal nicht so richtig einfach. Ja, mich konnte der erste nicht begeistern, der zweite, wie ihr merkt, gefühlt noch weniger und ich frage mich immer noch, könnte im dritten Teil endlich mal der Buchclub daherkommen, kriege ich da das, was ich möchte? Wahrscheinlich nicht. Ich habe den Buchclub jetzt zwar so noch, den dritten Teil noch so in Gedanken, der kommt, glaube ich, im Februar nächsten Jahres, aber es wird da auch wieder nicht um den Buchclub gehen. Also, finde ich echt schade. Also steckt einfach etwas ganz anderes drin und keiner erwartet bei so einem Buchcover und dem Titel des Buchclubs, dass es hier um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht und dann eine schwierige Woche, die aber ihren bezaubernden Abschluss dann in einem Highlight gefunden hat. Und zwar in einem weihnachtlichen Highlight. Und zwar Zickiger Zuckerguss von der lieben Jasmin Zipperling. Das Büchlein ist mir zur Verfügung gestellt worden in einem wunderbaren Bloggerpaket mit Weihnachtsmütze, Plätzchen, alles Mögliche dabei. Und ich habe mich mega gefreut. Ich fand im letzten Jahr ja schon Himmeldonnerglöckchen super schön. Hab das dreimal verschenkt und einige Male vorgelesen und auch Zickiger Zuckerguss wird, denke ich, dieses Jahr zum Nikolaus im ein oder anderen Stiefel stecken. Ein wunderbares Büchlein. Es ist illustriert, im Self-Publisher Verlag bei BOD erschienen und ist wirklich eine ganz tolle Qualität, muss man echt sagen. Also da braucht sich BOD im Grunde beim Hardcover auch gar nicht verstecken. Das sieht echt mega aus. Die Illustrationen sind großartig. Wie schon im ersten Teil, ganz viel Liebe im Detail. Und ja, wir treffen hier auf Hopsi. Die kennen wir aus dem ersten Teil. Also schließt jetzt im Grunde genau an Himmeldonnerglöckchen an. Und Hopsi ist eigentlich eine Osterhäsin, taugt dazu aber nicht so richtig was. Und landet dann irgendwann in der Weihnachtswerkstatt. Und entdeckt sie ja zusammen mit dem Wichtel Michi. Und wir haben hier auch schon einen liebgewonnenen Charakter aus der ersten Geschichte. Und ja, wir sind in dieser Weihnachtswerkstatt. Es ist kurz vor Weihnachten. Wir fliegen mit Engeln umher, die Höhenangst haben und sagen, nur weil wir Flügel haben, lieben wir es nicht zu fliegen. Grandios. Wir erleben Hopsi, der eigentlich gesagt wird, was sie ist, wer sie ist und was sie zu tun hat. Sie aber ihren freien Geist sozusagen einfach hat und sagt, ich möchte etwas machen, was mich glücklich macht, was mir Spaß macht, worin ich Freude habe. Und das ist eine ganz wunderbare Message. Also das ist echt was ich aus vollstem Herzen im Grunde jedem Kind nur weitergeben möchte, dass man sich nicht in irgendwas pressen lässt
und auch wenn das Schulsystem das ja im Grunde schon tut, dass man eben danach einfach irgendwie wieder zu sich findet und dass es natürlich auch Zeit braucht, aber dass man eben sein Leben damit füllen sollte, es lebenswert zu machen. Denn es gibt eben nicht immer nur Arbeitszeit und Freizeit, sondern es ist alles Lebenszeit und die sollten wir eben mit Freude füllen. Und ja, ich finde das richtig, richtig schön. Und ich mochte die Weihnachtsstimmung, die vermittelt wurde. Also auch wenn es am Sonntag hier nicht so heiß war, merke ich doch, wie ich dann so direkt irgendwie in Weihnachtsstimmung komme und wie ich mich jetzt auf Ende November, Anfang Oktober freue, auf Stollen und Plätzchen und ja, auf Dekoration und einfach auf dieses Weihnachtliche, auf dieses Wir-Gefühl, auch wenn das vermutlich in diesem Jahr ganz anders sein wird als in den Jahren davor, ich gehe mal davon aus. Ja, zudem finde ich die Grafiken wunderschön. Es sind wirklich detailverliebt dargestellt und es hat auch so viele Details, die man entdecken kann. Und ich freue mich schon auf die nächsten Lesungen sozusagen, die ich vornehme. Und Kinderaugen sehen da einfach auch nochmal was ganz anderes. Also ein wunderschönes Highlight, ein wunderschönes Kinderbuch, toll illustriert, mit einer wunderschönen Geschichte. Und ich bin hier wirklich super angetan. Also ich finde das einfach so süß und ich möchte unbedingt eine Hopsi haben. Ja, also ich kann beide Bücher absolut nur empfehlen. Gibt es auch als E-Book, aber ich glaube, bei einem Kinderbuch ist definitiv das Hardcover immer die schönere Variante und definitiv was in diesem Jahr verschenkt wird, weitergegeben wird und auch vorgelesen wird und worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ja, also liebste Jasmin, vielen, vielen Dank. Ist hier wirklich großartig gelungen, hat super viel Spaß gemacht. Ja, und das war sie jetzt, die etwas durchwachsenere Bücherwoche. Im Gegensatz zur letzten Woche war das hier schon eher so okay und man darf sich auch mal aufregen. Kommt ja nicht ganz so häufig vor. Aber ja, dann zu zwei Filmen, die ich geschaut habe und zwar gerewatcht habe. Und zwar zwei Filme von Christopher Nolan. Ja, ich bin total im Nolan-Fieber und es ist einfach, ja, ich bin einfach Fan von seinen Filmen, von seinen Drehbüchern, von der Art, wie er Geschichten erzählt, wie er uns eine Art für ein U vormacht, wie man immer so schön sagt. Und ich finde, ja. Und das Faszinierende ist, dass mir so richtig bewusst aufgefallen ist, wie viele Schauspieler immer wieder auftauchen. Und ja, faszinierend. Angefangen hat die Woche mit Prestige. Ein Film, der jetzt tatsächlich schon 14 Jahre alt ist und 2006 war ich da zweimal im Kino. Und mir ist das, als wäre es gestern jetzt, dass ich Christian Bale in einer grandiosen Rolle genossen habe, Hugh Jackman entdeckt habe, mehr über Tesla erfahren habe als in jeglichem Geschichtsunterricht und dass dieser Film dafür sorgte, dass ich mich eingängig mit Tesla beschäftigt habe und ich diesen ganzen Wirbel um das Presidio und Zauberei gerade zu dieser Zeit. Also ich liebe diesen Film. Also wir haben ja hier im Grunde einen Wettkampf zweier großer Magier und die Rätsel, die eben dahinter stecken und die Frage, wie dieser transportierte Mann, also irgendwo gehe ich hinein, verschwinde und irgendwo tauche ich wieder auf, wie das eben so vonstatten geht und total fasziniert, wie diese Geschichte erzählt wird, wie wir über Tagebücher, die sie sich gegenseitig zum Teil in Geheimsprache schreiben, denken, der andere hat es verloren oder wurde gestohlen und dann erfährt man aber eigentlich, du solltest genau das wissen, was ich da niedergeschrieben habe und ich weiß, dass du es liest. Es ist so geil. Es ist großartig. Der Cast ist der Hammer. Neben Bale und Jackman haben wir auch Scarlett Johansson. Wir haben wieder Michael Caine. David Bowie als Tesla, wie geil ist diese Rolle besetzt. Und wir haben Andy Serkis, den man ja zum Beispiel als Gollum kennt, der hier den Assistenten von Tesla spielt. Und es ist gigantisch. Ich liebe diesen Film. Ich sitze davor und es ist so viel klar, wenn man, und dann doch wieder nicht, und auch wenn man ihn ein drittes, viertes Mal sieht, es ist faszinierend, wie hier gespielt wird mit, ja, mit was uns gezeigt wird, was verdeckt bleibt und ich liebe diesen Film. Und dann ging es weiter mit Inception, der mit einer der perfektesten Filme gefühlt, hier wird ich hoffe ihr hört das nicht so geschraubt, der ist schon 10 Jahre tatsächlich alt und auch da kann ich mich erinnern, wie sprachlos wir damals aus dem Kino rausgegangen sind und uns dachten, den müssen wir nochmal sehen. Und ich weiß, dass wir, glaube ich, tatsächlich direkt die Woche drauf nochmal ins Kino gegangen sind. Also es
Ja. Ein Hammerfilm, ein Film über Inception. Hier geht es ja um Traumreisen, um Geheimnisse aus Träumen zu nehmen, beziehungsweise Gedanken in Träume hineinzubringen, dass die sich für den Träumenden so anfühlen, als wären es seine Gedanken. Und eine Inception ist dann im Grunde ein Traum im Traum im Traum. Geil. Das ist so geil, alleine wie Christopher Nolan auf diese Idee kommt, auf die Umsetzung kommt. Und auch hier der Cast, großartig. Leo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, die wir unter anderem von der Dark Knight-Trilogie kennen, Tom Hardy, grandiose Schauspieler, Cillian Murphy, ebenfalls grandios, und auch wieder Michael Caine, der ja zum Beispiel im Dark Knight-Universum der Butler Alfred ist von Batman oder von John Wayne. Bruce Wayne. Und wie kam ich jetzt auf John Wayne? Ich weiß manchmal auch nicht. ganz anderes Schauspiel. Und das ist ein Film, da geht so viel hier oben los und der funktioniert auf so vielen Ebenen. Und wenn man denkt, ah, jetzt habe ich's verstanden, dann kommt wieder eine Wendung. Und das Ende ist ja für viele sehr, sehr offen. Da gibt es ja so einen Moment, wo sich ein Kreisel dreht und wir nicht so richtig wissen, wie können wir uns das jetzt erklären, was ist da gerade passiert, und ich das grandios finde, wie die Menschen danach über dieses irgendwie vielleicht offene Ende gesprochen haben. Für mich war das gar nicht tatsächlich, oder ist das gar nicht so offen, weil ich bilde mir ein, ich habe eine Lösung, die eben gar nichts mit dieser Enddrehung irgendwie zu tun hat. Ich finde den Hammer. Ich liebe diesen Film. Ich fand ihn großartig. Ich hätte ihn direkt im Anschluss am liebsten direkt nochmal geguckt. Und ja. Ich kenne fast alle Filme von Christopher Nolan, außer den Kriegsfilm Dunkirk. Und ich habe mir jetzt auch einen noch bestellt, den ich auch nicht kenne. Insomnia, glaube ich, mit Robin Williams und Al Pacino. Ich weiß gar nicht, der ist mir irgendwie untergegangen. Weiß auch gar nicht, ob er da Drehbuch oder irgendwas. Aber auf den freue ich mich auch. Den habe ich bei Tauschticket ergattert. Und da freue ich mich, den dann auch anzugucken. Und dann freue ich mich jetzt natürlich auf Tenet. Der Retter der Kinos soll dieser Film sein. Bin mir nach wie vor unschlüssig, freue mich aber drauf. Und auch hier der Cast, ich bin mega gespannt. Ich bin so, so gehypt auf Tenet. Ich bin auch sehr heiß. Also ich muss den unbedingt im Kino sehen, aber Kino... Ja, ihr könnt mir gerne mal eure Kinogedanken in die Kommentare schreiben. Ich hätte es cool gefunden, wenn der im Autokino gelaufen wäre. Es wäre mir persönlich tatsächlich lieber gewesen. Aber gut, wir werden sehen. Ich werde nächste Woche berichten, zum einen wie Tenet war, zum anderen wie das Gefühl im Kino war. Es ist schon komisch, ne? Sonst geht man jede zweite Woche ins Kino, es ist was ganz Normales, und jetzt denkt man sich so, what a highlight. Und das war es jetzt auch soweit von mir. Ich glaube, ich habe genug gequasselt. Ich bin sehr gespannt, was ihr in der Bücherwoche so ein bisschen gelesen habt, ob ihr auch gerade vielleicht Filme entdeckt oder wiederentdeckt. Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr so zu Kino und Ähnlichem steht. Da gehört ja auch Theater oder irgendwie sowas dazu. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Die Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei, vor allem auch bei Sarah und Becky. Wenn ihr noch nicht auf ihren Kanälen unterwegs wart, auch die Links packe ich euch unten hin. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.